Moin, Janis hier und ich spiele Blitz gegen Kubraxi, der mir verzeihen möge, dass ich seinen Nicknamen vermutlich falsch ausgesprochen habe. Aber er ist, glaube ich, auch nicht der leichteste. So, gucken wir mal, was wir tun können. Bedenkzeit 5 Minuten, also fast schon inflationär viel Zeit. So, machen wir hier die Bauernstruktur vielleicht ein bisschen zu meinen Gunsten zu gestalten. Wobei das ja immer auch ein Gambling ist, wie die Stellung nachher aussieht und was dann vorteilhaft sein könnte und was eben halt auch nicht. Ich muss mir Dame schlagen, damit ich auf E4 drauf bin. Und jetzt kann ich, ja, will ich weiterschlagen? Ich glaube, ich nutze die Zeit erstmal, um mich zu entwickeln. Hier ist der Turm angegriffen. Dem kann ich jetzt hier auch nochmal Deckung verstärken. Der Springer unterbricht die Deckung des Bauern hier durch die Dame. Das war, glaube ich, ungeschickt. Habe jetzt erstmal den Turm hier auch noch im Blick. Dafür fesselt er jetzt den Bauern, aber erstmal ist akut hier der typische Läuferzug nach H6 nicht möglich. Der Bauer hier hängt auch. Fesselt er mit den Springer, das kann so schlecht erstmal nicht sein. Das heißt nämlich, ich kann jetzt Dame G4 spielen. Nach Springer schlägt C6 habe ich hier unten wegen des gefesselten Springers dann die Möglichkeit, den Turm zu schlagen. Ist aber so ein bisschen dünnes Eis. Also wenn ich so eine Stellung aufbaue, dann muss ich mir schon relativ sicher sein, dass ich das überleben kann. Das heißt zum Beispiel, dass mich solche Züge wie Läufer C1 nicht aus der Bahn werfen, weil wenn ich den Turm jetzt hätte wegbewegen müssen, dann hätte ich genau diesen Trick nicht mehr gehabt. Oh halt, Dame ist angegriffen. Erst schlagen und dann hier den Läufer mitnehmen. Und jetzt habe ich ordentlich Materialvorteil. Kubraxi gibt auf. Und natürlich spielen wir eine Revanche. Natürlich eine mit der 4. Allerdings werden wir heute mal ein bisschen was anderes machen. F4 und C4, zwei Flanken. Angriffe aufs Zentrum. Kommt die Dame? Nein, sie kommt nicht. Und jetzt mit D4 fortsetzen. Zeit für F3. Springer F3 genauer gesagt. Könnten wir eigentlich mal ein bisschen Audio anmachen. Ich hoffe, euch sind jetzt nicht die Ohren abgefallen. Bei mir ist es relativ laut. Aber dann habt ihr zumindest ein bisschen was außerhalb meiner Stimme noch. Gerade wenn ich auch mal kurz nachdenke, soll vorkommen. Selten genug. Ab und zu aber doch. Und dann werden wir hier, oh, so ein Isolani hätte ich vielleicht vermeiden können, möglicherweise auch vermeiden sollen. Ich überlege, ob ich hier Schach geben will oder den Läufer kürzer entwickeln, weil ich will ihn eigentlich weg haben. Ich gebe mal das Schach, um dann kurz zu rochieren. Ich habe immerhin ja gegenüber der üblichen häufigen Stellung noch den extra Springer hier gehabt gegen C6. Was Springer C6 glaube ich verhindert hat. Was tun? Vielleicht mal den Läufer noch entwickeln, unten die Schwerfiguren auf der Grundreihe verbinden und dann abtauschen.
Der Bauer. Der Bauer braucht Hilfe. Und die soll er auch bekommen. Ein bisschen aufpassen vor dem Springerzug hier. Gehen wir sicherheitshalber mal in die Ecke, um die Fesselung aufzuheben. Oh! Aber er fällt ja. Das war nicht so klug. Nicht so klug. Ja gut. Hätte ich drauf kommen können, dass der Zug einen Sinn hatte. Wäre vielleicht sogar noch spannender gewesen, mit dem Turm zu schlagen. Spannender im Sinne von gefährlicher für mich. Gehen wir hierher. Decken nochmal zusätzlich. Greifen hier dreimal jetzt an. Das ist so ein relativ seltener Zug. Bisher war der Bauer hier auf D4 einmal angegriffen durch die Dame. Und durch einen einzigen Zug, nämlich Springer von C3 nach E2, ist er auf einmal dreimal angegriffen. 1, 2, 3. Ein Zug, zwei zusätzliche Angriffe. Wenn man also anfängt, gibt es ja Leute, die das gerne durchzählen, quasi, wie oft eine Figur gedeckt und angegriffen ist. Wenn man das macht, dann sollte man den Fall im Hinterkopf haben. Es gibt Möglichkeiten, eine Figur in einem Zug zweimal zusätzlich anzugreifen. Und das ist eine. Es droht Springer F2. Kann ich das verhindern? Ich müsste nochmal auf dem Feld drauf sein. Jetzt kann man halt durchgucken, wie das geht, ob das geht. Ich glaube, es geht nicht. Hier schlagen deckt das nur so mittelbar, weil ich muss ja mit der Dame dann ziehen. Ich komme mit dem zweiten Turm, mit dem Läufer nicht dran. Wie mache ich das? Ich brauche einen Rundzug. Na gut, dann ist das eine Qualität. Ist dann so. Da muss man dann durch. Durchgerechnet hat. Ich kriege hier, glaube ich, noch einen Born wieder. Mal schauen. Qualität, Nachteil im Moment. Den Born hatte ich ja vorher schon verloren. Irgendwo hier im Zentrum. Ja. Mit der Dame weg. Aber wohin? Mit der Dame hier hin, um matt drohen zu können. Da muss ich irgendwann wahrscheinlich H3 noch spielen, um die Grundreihe zu schützen. Und das Wegziehen der Dame war wichtig, damit die Dame von Schwarz, von Kubraxi, hier auf D4 den Springer nicht schlagen kann. Ich kann den Springer wiederum aber nicht wegziehen, weil ich hier unten dann Grundreihenprobleme bekomme, beziehungsweise Material verliere auf D3. Ja. Ja. Und jetzt ist die Grundreihe schwach. Ich hätte hier mit der Dame gesollt. Schade. Tja, F3 wäre es gewesen. Ich habe keinen Schach. Ah, okay, ich kann noch diese wundersame Rettung probieren, aber nee, die Dame ist überall drauf. Die Idee ist, nochmal Schach zu geben. Und dann hätte ich Angriff auf die Dame, aber ja, ansonsten ist die Grundreihe einfach zu problematisch. Da wird es zu schnell matt. Glückwunsch an Kubraxi. Oh, sogar mit matt. Effektvoll. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Partien. Ich hoffe, es war einsichtsreich und euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer freue ich mich über ein Abo. Wenn ihr einen Kommentar da lasst oder so wie Kubraxi eine E-Mail schreibt, beziehungsweise eine private Nachricht auf LeeChess, wenn ihr wählt, -play und wir dann eine Partie miteinander spielen können. Bis dann, macht's gut. Ciao.